Und wir werden bei den Hamburgern und bei den Bayern den einen oder anderen Nachwuchsspieler auch bewundern können. Die äußeren Bedingungen hier in Hamburg sehr angenehm zum Fußballspielen, sehr angenehm, so um die 20, 22 Grad. Es geht ein leichter Wind. Und gestern waren 27.000, 28.000 Tickets verkauft. Also ich denke mal, dass so schlampige 30.000 hier im Volksparkstadion drin sein werden. Und das ist doch für ein Freundschaftsspiel zu diesem Zeitpunkt jetzt eine sehr, sehr ordentliche Kulisse. Kimmich, bitte dein Trikot, größter Fan, dein Luca. Na klar. Könnte gut sein. Joshua Kimmich ist nämlich dabei, spielt aber nicht von Anfang an. Dann könnte er, jetzt hätte er eigentlich noch Zeit, diesen Autogrammwunsch zu erfüllen oder diesen Trikotwunsch. Höre gerade auch von der Regie, dass noch viele Fans hier im Stau stecken. Also da sind so viele Baustellen auch um das Volksparkstadion herum. Da werden einige zu spät kommen zu diesem alten Nord-Süd-Klassiker. Sanchez schaut in den Himmel und Robin wie immer dabei. Und ich habe vorher noch gesehen, da haben wir Niko Kovac, der natürlich hier als Ex-Hamburger von allen begrüßt wird. Das ist doch wunderschön. Das ist der alte Bekanntschaft Kovac, der von 99 bis 2001 hier war, hier mit Christian Titz. Wollte gerade noch sagen, ich bin ein bisschen durch die Katakomben gelaufen vorher und habe da Arjen Robben gesehen, wie er auf einem Rad trainiert hat. Das ist ein Wahnsinniger. Der ist sensationell. Da haben wir ihn. Hat sich da warm gestrampelt. Der Niederländer. Schiedsrichter dieser Partie ist Tobias Stieler. Erfahrener, routinierter Bundesliga-Schiedsrichter, 37 Jahre alt. Und die Herren Neuer und Holtby bekleiden ihn beim Münzwurf. Wie gesagt, Tobias Stieler, Jurist, kommt aus Hamburg, aber ist nicht parteiisch. Ich habe kurz mit ihm gesprochen. Eigentlich kommt er ja aus Frankfurt. Also die Bayern-Fans müssen sich da keine Sorgen machen. Keinen Kreis, aber immerhin ein schönes Abklatschen beim FC Bayern. Und auch wenn das jetzt nur ein Freundschaftsspiel ist, Sie können mir glauben, vor allem auch für die Hamburger ist das im Hinblick auf die Liga, auf das Selbstvertrauen, auf das Selbstbewusstsein eine verdammt wichtige Kiste nach dem, was hier beim ersten Heimspiel los war. Man kann sich gegen die roten Bayern von links nach rechts hier einen dicken Brocken Selbstvertrauen holen. Also die Rothosen in den roten Hosen von rechts nach links, der HSV. Im Tor bei den Hamburgern Tom Mickel, nicht Pollersbeck. Wanyoman, der linke Außenverteidiger. Hab's vorher mal gesagt bei den Aufstellungen, das könnte die interessante Nummer hier bei dieser Partie werden. Ein starker, offensiver HSV mit der allerersten Garde. Da haben wir Joshua Wanyoman, war immer beim HSV, linker Außenverteidiger, kam von der U19 nach oben. Also wie gesagt, stark da vorne mit Ito. Und er kommt nicht zum Schuss. Aurel Mangala, Belgier, defensiver Mittelfeldspieler, gegen diese Abwehr der Münchner mit Ivan Mihaljevic, Maxim Abrucha und Derek Kühn. Die werden Ihnen alle nichts sagen.
aber die müssen sich da mal erwehren. Vielleicht war das auch der Plan von Niko Kovac, dass die jungen Hüpfer da bei den Münchnern sich gegen die edle Garde des HSV zeigen müssen, erwehren müssen. Arjen Robben, 34 Jahre alt ist er in der Zwischenzeit. Seine 10. Saison schon bei den Münchnern. Ribéry ist auch dabei, den werden wir sicherlich in der zweiten Halbzeit sehen, genauso wie auch Thomas Müller und Joshua Kimmich. Schön gemacht, sehr offensiv am Anfang. Wanyoman. Wieder hier der Ball und die erste Möglichkeit und tolle Fußabwehr gegen Luis Holtby. Manuel Neuer, da war wieder diese blitzschnelle Grätsche von Manuel Neuer. Der könnte durchaus sein, jetzt schon wieder komplett der Alte ist nach dieser langen, langen Verletzungspause. Aber das war schon mal spitze. Holtby gegen Neuer. Keine 3 Minuten gespielt. Robben macht das stark hier. Und die Möglichkeit für die Münchner. Also, Anfangsphase, 2 dicke Möglichkeiten. Sandro Wagner. Blendend vorbereitet von Robben. Steht in der Mitte, Sandro Wagner. Und hätte gerne den Ball gehabt. Es war Goretzka, der da scheiterte. So ein leichter Lupfer von Leon Goretzka. Und nochmal die dicke Möglichkeit und der linke Fuß, das linke Bein von Manuel Neuer, das da rausschnellt. Der Kapitän der Münchner, Robben. Und Tom Mickel. Rasante Anfangsphase. Gute 4 Minuten gespielt und schon 3 ordentliche Chancen. Da haben wir Maxim Avucha vom Regionalliga-Team. Und Renato Sanchez im Mittelfeld bei den Münchnern. Renato Sanchez, der ja beim International Champions Cup eine richtig gute Vorstellung gegeben hat und sich dann leider hier wieder am Ball so eine Muskelverspannung im Lendenwirbelbereich geholt hat und dann aussetzen musste mit dem Training. War total schade. Weil der sprühte nur so vor Ehrgeiz und vor Selbstbewusstsein. Sakai, der zurückgetreten ist als Kapitän der Hamburger nach dem Abstieg, der rechte Außenverteidiger. Mangala, Aurel Mangala, Belgier, Brüssel geboren. Wie gesagt, Laie vom VfB Stuttgart und den kennen Sie, den wieselflinken Ito. Goretzka. Mit riesen Schritten. Vertrag bis 2022, der 15-fache Nationalspieler. 23 Jahre ist er. Ursprünglich aus der Bochumer Jugend.
der Aufstieg dann letztlich zu den Bayern. Ball zu weit vorgelegt. Rudi. Goretzka setzt sich dadurch. An der rechten Hand hat Goretzka einen Verband. Da ist ihm jemand so ein bisschen auf die Hand getreten. Nichts Wildes, wie gerade zu erfahren war. Holtby. Ito verwurstelt sich da in der Mitte, ist ein wirklicher klasse Trippelkönig, aber auch mit dem Fehler, dass er dann ab und zu alles übersieht, sämtliche Mitspieler, und ärgert sich da in der Mitte die Nummer 11, Tatsuya Ito, auch erst 21, der Linksaußen kommt von der HSV-Jugend natürlich, der Japaner. Abseits, abseits von Jan Fiete Arp. Also wie jetzt zu hören und zu lesen ist, wir dachten ja alle, das wäre alles schon klar mit dem FC Bayern München. Sollte ein Angebot haben für ein Jahresgehalt von 5 Millionen. Sanchez, das war nicht gut gespielt. Nicht von Sanchez, sondern draußen, vom Außenverteidiger. Jan Fiete Arp, wollte ich sagen. Hat dann verlängert bis 2020 beim HSV, und es soll keine Ausstiegsklausel geben. Es soll also da keinen Vorvertrag mit den Bayern geben, aber wir sitzen da ja auch nicht drin. So ist es zu hören. Warten wir es ab. Selten Stockfehler bei Arjen Robben. Jonas David jetzt am Ball, Deutsch-Nigerianer, kam auch neu von der HSV-Jugend. Das ist natürlich auch die Zukunft bei den Hamburgern, die ja finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Sie müssen wieder Leute nach oben bringen, aus der Jugend, aus dem Umfeld. Die Mischung macht's dann. Schöne Ballannahme bei Sakai. Und gut aufgepasst von Ivan Mihaljevic. Da haben wir ihn. 17 Jahre alt ist er, kam neu von der Spielvereinigung Unterhaching zu den Bayern. Deutsch-Kroate, in München aber geboren. Langer Lulac in der Innenverteidigerposition. Coman. Abucha. Irgendwie geht alles über ihn. Über wen sonst? Rafinha. Christian Titz, 47 Jahre alt ist er. Hat in seinen 8 Erstligaspielen 13 Punkte geholt. Das war aller Ehren wert, hat aber noch nicht gereicht. Und Robben mit seinem starken Linken, nachdem Tom Mickel den Ball nach vorne abgewehrt hat, war nicht so doll. Niko Kovac, wie gesagt, von 99 bis 2001 in Hamburg, genau wie auch sein Boss Salihamidžić, der von 94 bis 98 Hamburger war. Also zusammen waren sie nie hier im Norden. Hey, Derek, come on!
Goretzka. Robin wird fast bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Ich glaube, die Hamburger meinen, dass der Robben ab und zu fällt, obwohl es gar kein Foul ist. Na, na, na. Rick van Drongelen, Innenverteidiger. Bayern gehen früh drauf. Also Einwurf. Rudi, ja, was passiert mit dem Rudi? Goretzka, schöner Ball auf Robben. Ja klar, er wollte sich den Ball nach innen auf seinen linken legen, aber nicht mit Rick van Drongelen. Gibt es da eigentlich auch noch eine linke Seite bei den Bayern? Jo, komm an. Kingsley Coman, der so gut drauf war in der letzten Saison und sich dann im Februar diesen Syndesmose-Riss zugezogen hat und damit alles Wichtige verpasst hat. Es gibt nie wenige bei den Münchnern, die sagen, dass der Coman gefehlt hat in der entscheidenden Phase der Champions League, hat uns 20-30% gekostet. Vielleicht. Auch erst 21. Sanchez war schlampig, deswegen die Möglichkeit über Arp. Und da unten, das finde ich ganz schön, Rafinha, der gerade Richtung Sanchez geklatscht hat. Weitermachen war dein Bock, aber macht nichts. Nicht so schlimm. Genau so sollte es sein bei den Münchnern, dass der 32-jährige Rafinha eben dem jungen Hüpfer Renato Sanchez da Mut macht. Niko Kovac hat, glaube ich, das Arbeiter-Gen in diesen Luxuskader eingepflanzt. Könnte sein, dass es dringend notwendig war, bei den Münchnern auch mal anzuziehen in Sachen Trainingsintensität. Also sie wirkten schon beim International Champions Cup topfit und da haben sie noch nicht lange trainiert. Und wir haben natürlich, wie auch in den letzten Jahren, immer unser Pokalfieber. Wir stimmen Sie ein auf die Partien. Moment mal, Robben, so wie er ist. Von rechts nach links und dann rechts vorbei. Also morgen 18.30 Uhr, Volkswagen Pokalfieber. Die Bayern müssen ja gegen Drochtersen ran und die Hamburger gegen Erntebrück. Das sind jetzt keine monsterschweren Aufgaben. Und so ist er halt, der Arjen Robben. 189 Bundesligaspiele. Die Statistik ist manchmal einfach bewundernswert. 189 Bundesligaspiele, 95 Tore, 62 vorbereitet. Robben, das sind schon gewaltige Zahlen. Schön gemacht! Klasse Schuss von Khaled Naray. In Deutschland geboren, Togolese. Der hat beim letzten Spiel beim 3:0-Sieg gegen Sandhausen zwei Buden gemacht. Also auf den Außenpositionen mit Naray und mit Ito sind die Hamburger auch in Sachen 1 gegen 1 prächtig besetzt. Sie haben es wahrscheinlich scheppern hören.
Khaled Naray kam für 1,7 Millionen neu von der Spielvereinigung Greuther Fürth, der Rechtsaußen. Wanyoman, der gefällt mir auch gut bislang. Mangala hat gar nicht viel gespielt bei den Stuttgartern, immer nur noch sporadisch eingesetzt worden, vor allem in der Rückrunde fast nichts mehr Gescheites. Was war denn das jetzt da mit Goretzka und Leo Lacroix, dem Zweier? Das sah jetzt in der Normalgeschwindigkeit nicht wie ein Foul aus von... Nee. Hab da nichts gesehen. Und hier nochmal der Peng. Pfostentreffer von Khaled Naray. Goretzka steht schon wieder. Arjen Robben mit einem entspannten Gesicht bei Kovac. Sieht man ja auch selten beim Niederländer. Weltmeister bei den Bayern Tolisso ist auch zurück, seit Montag wieder im Training, aber hier nicht dabei. Individuelles Training natürlich bei Tolisso, der rangeführt wird. Hohes Tempo hier bislang in der Partie. Knapp 20 Minuten gespielt. Aaron Hunt noch verletzt, der Kapitän von Titz. Und Rafinha geht auf Nummer sicher. Also wie gesagt, Aaron Hunt noch verletzt. Konnte bislang nicht mitmachen. Jan Fiete Arp, 18 Jahre alt. Aus der HSV-Jugend. Plötzlich ein kometenhafter Aufstieg. Der große Hoffnungsträger, der Hamburger, in Richtung Nichtabstieg. Van Drongelen. Und in der Mitte Leo Lacroix, der Innenverteidiger. Wie gesagt, Leihgabe vom AS Saint-Étienne. Langer Kerl, Schweizer, 1,97. Schweizer-Brasilianer, Wurzeln aus Brasilien. War vernünftig hintenrum. Christian Titz hat ja taktisch die Mannschaft verändert nach der 0:3-Pleite gegen Kiel. Das war viel zu offensiv. Da haben sie gespielt im 4-2-1-3. Also vier richtig offensive Spieler sind dann ausgekontert worden nach Strich und Faden von Holstein Kiel. Ihr habt das Spiel auch komplett gesehen. Und dann hat er umgestellt, jetzt beim Sandhausen-Spiel, wo die Hamburger ja souverän 3-0 gewonnen haben, auf ein 4-1-4-1. Da kam schon ein bisschen Kritik hier auch in Hamburg auf nach der 0:3-Kiste. Klar, hieß es ja Pollersbeck, also der Torhüter, als erster Aufbauspieler, viel Ballbesitz, Flachpässe und dann laufen sie in die Konter wie ein Jugendteam.
So war es, aber man kann ja aus seinen Fehlern auch lernen. Und wie es ausschaut, haben sie gelernt. Holtby, sehr aktiv, überall zu finden, absoluter Spielmacher hier. Kann passieren. Godoku Sakai, wie gesagt, war Kapitän. Nach dem Abstieg hat er gesagt, er muss sich jetzt auf seine Leistung konzentrieren, hat das Kapitänsamt abgegeben. Vater ist Japaner, Mutter ist Deutsche. Das ist auch verrückt bei Sakai. Geboren ist er in New York, ja klar. Vater Japaner, Mutter Deutsche. New York. Gut gemacht von Sakai. Wie gesagt, so, ich denke, 30.000 Zuschauer. Es ist richtig schön voll hier im Hamburger Volksparkstadion. Alle jetzt angekommen, alle aus dem Stau rechtzeitig oder nicht ganz rechtzeitig jetzt im Stadion gelandet. Und wir sehen hier eine temporeiche Partie mit Sakai. Und mit Ito kriegt er nicht mehr. Ball war draußen. Aus der Nationalmannschaft ist Sakai auch zurückgetreten. Hatte in Russland auch nur einen Einsatz. Und Holtby! Und da ist das 1:0. Holtby auf Naray und genau 24 Minuten gespielt. 1:0 ASV. Also wieder Khaled Naray, der wie gesagt gegen Sandhausen schon zweimal eingenetzt hat. Das war der entscheidende Moment, dass Holtby freigespielt wurde und bei Khaled Naray war irgendwie überhaupt keiner. Aber hier, das war entscheidend und das auch klasse gemacht von Holtby. Überblick bewahrt. Wie gesagt, kam von Fürth für 1,7 Millionen. Sanchez. Ja, das sind die Sachen, die er nicht machen darf. Die darf er nicht machen. Das ist schon der zweite Fehler jetzt gewesen. Schade bei Renato Sanchez. Ich habe ihn auch gesehen beim International Champions Cup, bevor er sich verletzt hat. Das hat er solche Sachen nicht gemacht. Das sind so diese blinden Vertrippelnummern. Und die Riesenmöglichkeit für Jan Fiete Arp deshalb. Und das kostet Renato Sanchez wieder sein Selbstvertrauen. Daran hat er zu knappern. Also wenn man so will, auch 1:0 für die starke Offensive der Hamburger gegen die Nachwuchs-Hintermannschaft der Münchner.
Und einmal dürfen Sie raten, was jetzt hier gerade gesungen wird. Sieht in Bayern die Lederhosen aus. Ist ja Logo. Nach der grauenhaften Statistik der letzten Jahre auch verständlich, dass die Hamburger sich sehr, sehr hier über einen Erfolg freuen würden. Robben. Und Naray. Gut aufgepasst von Köhn. Coman hält sich noch zurück. Er geht da in Zweikämpfe, die er nicht bestreiten sollte, Renato Sanchez. Will zu viel. Das kann passieren. Ich habe gerade mal die grauenhafte Bilanz der Hamburger gegen Bayern angesprochen. In den letzten 11 Spielen, fürchterlich, 43-3 Tore für Bayern. 43-3. Grauenhaft. Torschütze. Wieder 28 hier, Derek Köhn, auch Nachwuchsmann. Hat auch dreimal in der Nationalmannschaft gespielt. Ja, dreimal in der deutschen Nationalmannschaft Louis Holtby. Gerade vorne den Freistoß getreten und hinten ausgeholfen. Fleißiger Kapitän. Er ist ja der zweite Kapitän, also Stellvertreter von Aaron Hunt. An Sakai vorbei und Elfmeter. Naja, kam zu spät. Hat dann noch Sliding Tackling versucht, Sakai, aber schauen wir nochmal. Ach, puh. Also Foul, ja. Also Linie war es, das ist schon in Ordnung. Linie gehört zum Strafraum. Elfmeter ist in Ordnung. Und Sandro Wagner, der Ex-Nationalspieler. Das macht er aber mal ganz mit kalter Hundeschnauze. 31. Minute. Achtmal hat er in der Nationalmannschaft gespielt. Das wird dann seine endgültige Zahl bleiben und hat 5 Tore gemacht. Das ist schon eine tolle Bilanz. 8-mal Nationalmannschaft, 5 Tore. Kleines Aufstellungsrudel hier bei Kovac. Okay. So, und wir haben natürlich wie immer am Sonntag wieder den Doppelpass, unter anderem mit Rudi Völler, und wir freuen uns auf die Premiere
von Stefan Effenberg, der neu hinzugestoßen ist als Doppelpass-Experte, bei uns jetzt immer wieder zu sehen. Also Völler und Effenberg, los geht's, wie immer am Sonntag um 11 Uhr. Die Themen, ja, internationaler Fußball natürlich, wo steht die deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel, wo steht der deutsche Fußball insgesamt? Kann irgendjemand den Bayern gefährlich werden? Wie schaut es denn da aus mit Leverkusen? Inwieweit sind die Dortmunder drauf und dran, wieder die Bayern zu pieksen? Also es gibt genug, über das man intensiv diskutieren kann. Seit 2 Jahren nicht mehr und auch bei keinem WM-Doppelpass dabei gewesen. Wagner. Oh, nicht gut verteidigt. Köhn. Coman. Rafinha. Nachdem jetzt Sandro Wagner gerade den Ausgleich gemacht hat, sehe ich gerade hier auf meinem Zettel, es gab ja kein Weltmeisterschaftstor eines Bayern-Spielers. Bitter. So was Fürchterliches gab es zuletzt 1990, aber da die Weltmeisterschaft war da nicht so fürchterlich. Wieder Köhn, macht er gut. Coman. Und Sakai hat einen Helfer in Naray gefunden. Eckball. Bei Renato Sanchez da draußen beim Eckball habe ich so ein bisschen das Gefühl, als wollte er jetzt alles nachholen, was er verpasst hat in den letzten Tagen, weil er da nicht hundertprozentig trainieren konnte mit der Rückengeschichte. Kingsley Coman. Durch diese Syndesmose-Kiste, da letzte Saison nur 21 Spiele. In der Bundesliga. Neuer mit einer bärenstarken Parade. In der 3. Minute Holtby, der Schütze gegen Neuer. Also wenn ich mir ein bisschen die Statistik anschaue von der ersten Halbzeit, da war gut was los. Schon in der 3. Minute, wie gesagt, Holtby, dann Goretzka, dann der Pfostenschuss von Naray. Das 1-0, das 1-1. Tempo immer noch von beiden Mannschaften hochgehalten. Die alte Rivalität ist da schon zu spüren. Ito. Irgendwann ist dann mal Schluss. Irgendwann hat er, glaube ich, nie mehr gewusst, wo er ist. Tatsuya Ito. Aber der gefällt mir. Das ist ein Vollblutfußballer. So ein Straßenkicker. Jetzt haben sie Überzahl. 4-3. Wagner. Ja, boah. Überzahl nicht so richtig hundertprozentig effektiv ausgespielt.
Und nochmal dieses schöne Dribbling ins Nirvana. Jetzt ist Schluss hier. Schöne Zeitlupenstudie. Schön auch hohe Zweikampfintensität, aber sehr fair. Mangala. Wieder Ito. Was macht er? Mangala. So, jetzt hat er Platz, der Sprinterkönig. Den hat er so gewollt. Das war nämlich eine Einbahnstraße. Ja, wir haben vor der Partie Salihamidžić natürlich gefragt nach Rudi, was ist denn da jetzt los? Man sieht den Rudi zusammen mit Leipzigern, mit Schalkern. Bleibt er jetzt? Geht er? Natürlich haben wir keine Antwort gekriegt, Logo. Aber ich denke mal, dass da schon was im Busch ist. Und Ralf Rangnick hat sich dann ja nochmal geäußert, nachdem diese Bilder mit Schalke-Verantwortlichen veröffentlicht worden sind. Rangnick sagte, nach heutigem Stand wechselt er nicht zu Leipzig. Und Sie können natürlich bei uns dieses Rudi-Thema, dieses Boateng-Thema immer weiter verfolgen, jeden Tag, jede Stunde auf der kostenlosen Sport1-App oder auf sport1.de. Je nachdem sind sie da pausenlos auf dem neuesten Stand bei allen Transfers, die von irgendwie Bedeutung sind. Der macht das gut, der junge Köhn, wollte ich gerade sagen. Und schwupps, schon macht er den Fehlpass. Aber der wirkt auf der Außenposition jetzt hier gegen Naray recht stabil und spielfreudig. Also wenn die Bayern den Rudi noch abgeben, dann haben sie nach dem Abgang von Vidal nur noch einen wirklich hundertprozentigen Sechser und das ist Martinez. Und wenn dann mit Boateng auch noch was im Busch ist, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil hinten mit drei Innenverteidigern, mit Süle, mit Hummels und Boateng sind die Bayern sowieso nicht berauschend aufgestellt bei sehr, sehr vielen Pflichtspielen wie immer in der Saison. Sanchez, enormes Laufpensum, aber oft übermotiviert. Goretzka, schön! Ach, war das ein tolles Tor! Das Hackentor vom alten Schlawiner Sandro Wagner. Klasse, Goretzka, Hacke, Wagner, 2-1, 41. Minute. Das war zum, ganz ehrlich, Zungenschnalzen. Schauen Sie hin. Wagner schaut ganz genau, wo steht denn der? Und zack, weiß gar nicht, war es die Hacke oder hat er sich reingedreht? Was war denn das hier? Nee, war die Hacke. Aufsetzer, kleine Chance für Tom Mickel. Also Doppelpack Wagner.
Das war schon eine ausgepuffte Nummer, ganz ehrlich. Nachdem Lewandowski ja beim Supercup 3 Buden gemacht hat, will Wagner auch das eine oder andere Zeichen wieder setzen in dieser Saison. Ja, jetzt auf einmal wieder ruhig geworden hier im weiten Rund. Die Begeisterung war riesengroß nach dem 1:0 durch Naray. Klar, also man muss auch sagen, bei den Hamburgern fehlen ja mit Papadopoulos und mit Jung die Innenverteidiger, die da normal nicht wegzudenken sind. Zuletzt waren es jetzt Van Drongelen und Bates, aber klar, Papadopoulos und Jung, das sind andere Kaliber. Vielleicht auch deshalb jetzt so ein Tor wie das von Wagner. Und Papadopoulos und Jung, das sind jetzt keine so Verletzungen, die sich schnell auskurieren lassen. Das sind Knorpelschäden, beide im Knie. Bin immer gespannt, wie es weitergeht. Sanchez, abgeben. Das sind, pardon, Renato Sanchez, das sind die alten Böcke, die habe ich beim International Champions Cup nicht gesehen. Ito. Und er ist selber verzweifelt über sich selbst, klar. Kommt da in so ein altes Fehlpass-Fahrwasser zurück. Eckball, Ito. Also unentschieden wäre jetzt aus Sicht der Hamburger auch durchaus gerecht und verdient. Tobias Stieler bislang ohne Probleme. Letzten Sekunden, erste Halbzeit. Sehr intensives, richtig gutes Spiel der alten Rivalen, dieser Nord-Süd-Gipfel. Ist schon schade mit dem Hamburger SV, dass die nicht mehr in der ersten Liga sind. Schon bitter. Das lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Mikkel spielt genauso hoch wie Pollersbeck bei der Niederlage gegen Kiel. War eine tolle erste Halbzeit, auch wenn beide Mannschaften nicht mit der hundertprozentigen Top-Aufstellung hier angetreten sind. Aber war klasse. Bayern führen mit 2:1, zwei Tore von Wagner und